Unser Freund Hinrich Schmidt-Henkel nimmt uns heute auf einen kleinen Ausflug in die Botanik mit. Als ich in meiner Jugend aus Berlin ins Saarland umzog, das Bundesland direkt an der Grenze zu Frankreich, sah ich erstaunt, dass auf den Märkten eine Pflanze verkauft wurde, die ich bis dahin ausschließlich als Kaninchenfutter kannte. Aber hier machten die Leute sich daraus Salat. Befremdlich. Der Name dieser Pflanze ist von ihren langen, gezahnten Blättern abgeleitet, Löwenzahn. Auf Französisch wäre das wörtlich Dent de Lion. Ob französische Zuschauer schon wissen, um welche Pflanze es geht? Gleich verrate ich den heutigen französischen Namen. Le Löwenzahn donne vraiment une excellente. Löwenzahnsalat ist wirklich köstlich. Außerdem ist er vitaminreich, er wirkt verdauungsfördernd und ist vor allem harntreibend. Auf gut Deutsch gesagt, wenn man Löwenzahn isst, muss man bald darauf pinkeln. Auf Französisch heißt die Pflanze folglich Pissenlit, Piss ins Bett. Wer hätte sowas von den Franzosen gedacht? Noch dazu ist das kein umgangssprachlicher Ausdruck. Nein, Pissenlit ist der korrekte botanische Begriff. In Süddeutschland gibt es in verschiedenen Dialekten ein Wort für Löwenzahn, Bettseicher. Das ist die wörtliche Übersetzung von Pissenlit. Manchmal hört man auch einen noch deftigeren Ausdruck, der auf die verdauungsfördernde Wirkung des Salats anspielt, nämlich Bettschisser. Wirklich treffend und drastisch. Konkret et coloré. Werfen wir abschließend noch einen Blick über den Kanal und schauen, wie Pissenlit auf Englisch heißt. Dandelion. Ob den Franzosen da die Ohren klingeln? In der Tat, das ist eine Verballhornung von Dandelion. Offenbar haben also auch die Franzosen den Pissenlit einst Dandelion genannt, also mit demselben Wort bezeichnet, wie wir auf Deutsch mit Löwenzahn. Irgendwann in der Geschichte, vielleicht schon zur Zeit von Wilhelm dem Eroberer, müssen die Franzosen ihr Dandelion über den Kanal gebracht haben und die Engländer machten daraus ihr melodisches Dandelion.